Das ist der Fang vom Sensenmann. Mord! Mord in der WG! Hatte jemand Mord gesagt? Schade, ich liebe True Crime Stories. Der Fall ist klar. In der WG wurde jemand umgebracht und die Mörderin ist unter uns. Okay, wer hat noch nie jemanden abgemurkst? Janik, das muss schon eine realistische Frage sein. Ich glaube nicht, dass jemand von uns... Wer hat noch nie in die Dusche gepinkelt? Ganz genau. Gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, wenn ihr Lizzie auch alles zutrauen würdet. Ich muss unbedingt die Umrisse der Leiche vor ihr geheim halten. Zumindest so lange, bis ich genug Beweise gesammelt habe, um sie zu überführen. Was sind das hier auf dem Boden? Das ist feinstes Linoleum mit einem ganz zeitlosen Schachbrettmuster. Ich glaube, das, was Janik meint, ist dein Kunstwerk da. Oh, wie kommt das denn dahin? Tommy, du brauchst dich nicht schämen. Aber wenn du das nächste Mal was mit Kreide malen willst, dann geh doch vielleicht einfach runter auf die Straße. Hey, trampel hier nicht so durch. Das ist ein Tatort. Tatort? Ja, menschliche Umrisse. Jetzt, wo du es sagst, vorbei könnte auch ein Kaktus sein. Was? Nix Kaktus. Hier in der Wohnung ist ein Mord geschehen. Ich habe das Gefühl, dass es Lizzie war. Okay. Nur okay? Willst du nicht wissen, warum ich das denke? Na, wegen neulich, oder? Wisst ihr, was in der WG fehlt? Ein Teppich. Deswegen habe ich jetzt ein Leben verloren. Überleg doch mal so ein richtig schön großer, flauschiger. Daran kann man übrigens super eine Leiche einwickeln und verschwinden lassen. Und wegen dir weiß sie jetzt, dass ich hier auf der Spur bin und kann sich in Ruhe ein Alibi ausdenken. Du meinst, dass wir ihr auf der Spur sind? Normalerweise akzeptiere ich ja keine Teamarbeit bei Ermittlungen, aber im Notfall und wenn der Kollege so unverschämt gut aussieht, dann mache ich mal eine Ausnahme. Ja. Nächster Schritt, das Opfer identifizieren. Ich finde ja, es könnte immer noch ein Kaktus sein. Echt? Leg dich mal rein. Wieso ich? Ja, weil der Fußboden dreckig ist und ich das nicht machen würde. Wahnsinn, das passt ja perfekt. Tja, und? Bist du ein Kaktus? Nein. Das Opfer war also vermutlich ein Traummann. Ein großer Mann mit breiten Schultern. Genau Lizzies Beuteschema. Jetzt frage ich mich allerdings, ob er andersrum gelegen hat. Kannst du dich mal umdrehen? Aber dann sind meine Füße doch genau da, wo der Kopf ist. Ach, das muss man selber machen. Die Frage ist, ob das Opfer auf dem Rücken oder auf dem Bauch gelegen hat. So finden wir vielleicht heraus, ob Lizzie ihn frontal oder heimtückisch von hinten überwältigt hat. Nehmt euch ein Zimmer. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Du hast doch nicht gehört, was wir da gesagt haben, oder? Nö. Aber warum geht ihr davon aus, dass es Mord war? Ich meine, Unfälle passieren ständig im Haushalt, vor allem in der Küche. Janik! Was ist passiert? Kannst du dich an nichts mehr erinnern? Nur noch, dass ich Vanillezucker in meinen Kuchenteig rühren wollte. Und dann wurde alles schwarz. Ah, da habe ich mein Nitro-Stalagmit-Glycerin liegen lassen. Ich Dummerchen. Lizzie hat schon mindestens dreimal gemördert. Und sie könnte es jederzeit wieder tun. Was ist, wenn das mit dem Pülverchen gar kein Versehen war? Was ist, wenn Janik Lizzies nächstes Opfer sein soll? Ich darf die beiden auf gar keinen Fall miteinander alleine lassen. Oh! Janik, du lebst! Ich mag die Anforderungen, die an mich gestellt werden. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben und gemeinsam die nächsten Schritte für unsere Ermittlungen planen. Stimmt, hatte ich kurz vergessen. Was steht an? Wir müssen Fotos machen vom Tatort, bevor... die Spuren verwischt werden. Das war ich. Die Sache hat dich so gestresst, Tommy. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach sauber. Mich gestresst oder dich gestresst? Wenn du gestresst bist, bin ich natürlich auch gestresst. Ich möchte, dass es dir gut geht, Tommy. Okay, das ist wirklich sass. Ja, oder? Ist dir aufgefallen, dass sie uns, seitdem sie wieder hier ist, noch keinen Keks angeboten hat? Keks? Zu spät, Grizzly. Ja, Fußball. Ey, ist den nicht? Was ist, wenn da dieses Nitrostaller Glitzerdings drin ist? Was?
Verdammt! Wir haben versagt. Unsere Beweise sind weg, Lizzie ist weg. Wer immer hier gestorben ist, wird nie seinen Frieden finden. Was ist das? Was? Der Ermordete hat nie seinen Frieden gefunden. Das heißt, er ist immer noch in der Lizzie und wir können ihm all unsere Fragen stellen. Was ist denn das für ein Quatsch? Kannst du uns gerade hören? Dann mach mal was. Das ist unverschämt. Wer hier wohnt, muss auch die WG-Vereinbarung unterzeichnen und sich an der Miete beteiligen. Ektoplasma war das also, was ich neulich bei Yannick in der Socke gefunden habe. Wir müssen unbedingt mit dem Geist sprechen, damit dieser Spuk hier ein Ende hat. Und das ohne, dass Lizzie was davon mitbekommt. Ein Gong? Mögen Geister sowas? Ja, habe ich bei Kleinanzeigen gefunden. In der Beschreibung stand, gut für Körper und Geist. Ah, cool. Wenn ihr auch so einen haben wollt, schaut mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Wie Gespenst, wir rufen dich. Bist du gerade hier bei uns im Zimmer? Oh, es scheint geklappt zu haben. Der Geist hat gemacht, dass die Luft komisch riecht. Richtig. Wer hat dich umgebracht? Abgemurkst. Um die Ecke. Tommy, so funktioniert das nicht. Du musst Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Pass auf. Kannst du durch Wände gehen? Bist du schon mal durch jemanden von uns durchgeschwebt? Vielleicht kann der Geist nur unmittelbar am Ort seines Todes mit uns kommunizieren. Bist du gerade hier mit uns in der Küche? Ja. Yep. Oh, Lizzie, Yannick und ich versuchen gerade etwas unter vier Augen zu besprechen. Also könntest du... Ach so, ja klar. Gut. Ist die Person, die einen Keks aus deiner Dose geklaut hat, gerade anwesend? Hat die Person rote Haare und die Augen zu? Beginnt der Name der Person mit... Lizzie! Du hast jemanden ermordet. Wir wissen alles. Das ist der Grund, warum ich nicht so gerne mit Teammitgliedern arbeite. Es ist viel zu früh, die Karten auf den Tisch zu legen. Aber das ist der coolste Part der Ermittlung. Nein, der coolste Part der Ermittlung ist, wenn die Täterin erfolgreich überführt wurde. Ja, dann rufen wir jetzt halt die Polizei. Und dann, soweit ich weiß, sind Geister vor Gericht nicht zugelassen. Okay, also nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Tommy denkt, dass der Fleck da unten auf dem Küchenboden die Form eines Menschen hat. Dessen Geist hier irgendwo rumschwirrt, weil er ermordet wurde. Und das war ich. Okay. Nur okay? Willst du gar nicht wissen, warum ich dich verdächtigt habe? Nein, das ist ja auch völlig richtig. Denn in der WG ist ein Verbrechen passiert. Allerdings kein Mord, sondern ein Diebstahl. Jetzt lenk nicht ab. Sagt der Dieb höchstpersönlich. Ja, als ich gemerkt habe, dass meine UV-Lampe ständig fehlt, habe ich beschlossen, mit Absicht einen Fleck auf den Küchenboden zu machen, um den Täter zu identifizieren. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, mit dieser Farbe, die unter UV-Licht sichtbar wird, zu malen. Es sollte eigentlich ein Kaktus sein. Ein Kaktus? Wusste ich's doch. Ja, und irgendwie ist das Ganze ausgeartet, weil es immer ausartet, wenn Tommy involviert ist. Deswegen habe ich das jetzt einfach weggewischt. Meine Antwort habe ich ja. Aber was ist mit dem Geist? Genau, was mit dem Geist? Versucht deine Mörderin uns gerade auf eine falsche Fährte zu locken? Tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Obwohl... Dachte ich es mir doch. Kein Wunder, dass es hier zieht. So. Geist verschwunden. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, Herr Torlingling? Ja, kann sein, dass wir uns dann was reingesteigert haben. Dass du dich da was reingesteigert hast. Ich habe mit all dem nichts zu tun. Ja, es tut mir leid, dass ich deine UV-Lampe genommen habe. Ich mache dir sofort neue Batterien rein. So, und jetzt zu dir. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass du hier nur nachts rumspuken sollst. Verstanden? Gut. Wenn ihr euch mal richtig gruseln wollt, schaut mal in dieser Folge vorbei. Der Geist hatte da noch einiges mehr drauf, als ein bisschen Wind machen. Hey, ich kann auch... Psst.